Der Countdown ist jetzt auf jeden Fall gestartet. Wir haben ein neues Logo. Wie sehr freust du dich auf diese Euro? Ja, das ist natürlich wieder so ein Schritt in die richtige Richtung, sag ich mal. Auch wenn es natürlich trotzdem immer noch 3 Jahre hin sind. Aber ja, es geht einen Schritt voran. Von daher wächst dann auch die Vorfreude. Es wird eine besondere Euro, ganz klar. Die letzten beiden unterscheiden sich von der, die jetzt auf uns zukommt. Was ist das Besondere für dich an dieser Euro, an der Euro 2024? Hier haben wir natürlich wieder die totale Fannähe, muss man sagen. Und ja, überhaupt eine große Fußballbegeisterung in der Stadt. Und ich glaube, alle freuen sich dann halt auch internationale Spiele, unabhängig von der Champions League halt, in Dortmund zu haben und ja, ein tolles Turnier zu haben. Du bist selbst Europameisterin geworden. Hast du Tipps für die kommenden Europameister? Ausdauer brauchen sie auf jeden Fall, gute Disziplin, ja, und eine gute Defensive. Ne? Ich war ja Defensivspezialistin, ne? Von daher halte ich das auch für sehr sinnvoll und ja, vor allem Spaß und am Ende einen guten Teamgeist. Ja, ganz herzlichen Dank. Gerne.